Eine kurze Beschreibung meiner Tour. Von Dettenhausen ins Neckartal über Nürtingen und Tiefenbachtal nach Owen. Von Owen über Brucken nach Oberlehningen zu den Sinderterrassen. Dann ging es hoch auf die Alp zur Ruine Reusenstein. Von Reusenstein ins Neidlinger Tal über die Bürgernseen wieder nach Hause. In Brucken ging es dann über eine alte Steinbrücke. Durch das schöne Lehninger Tal. Hier hat man eine herrliche Rundumsicht. Die Sinderterrassen sind nun nicht mehr weit weg. Die Sinderterrassen in Gutenberg sind kaskadenartige Gefällstufen an der Weißen Lauter. Sie erinnern mich an einen Wasserfall mit Kaskaden. Wunderschön anzusehen und eine Sehenswürdigkeit auf der Schwäbischen Alb. Am Ortsende von Gutenberg hat man einen wunderschönen Blick nach oben auf den Aussichtspunkt vom Wasserfels. Auf der B465 ging es auf die Albhochfläche. Ich empfehle die Bundesstraße nur am Wochenende ohne den normalen Lkw-Verkehr. Unter der Woche geht es auch über die alte Oberlehninger Steige. Sie ist zwar mühsam, aber ohne Autoverkehr. Hier auf diesem Weg geht es zur Ruine Reusenstein. Die Ruine Reusenstein ist die Ruine einer Felsenburg
oberhalb von Leidlingen, exakt auf der Grenze von Landkreis Esslingen und Landkreis Göppingen, Stadt Wiesensteig in Baden-Württemberg. Heute ist der Reusenstein ein beliebtes Ziel für Kletterer und Wanderer und gehört zu den meistbesuchten Burgen der Alp. Die Ruine liegt in einer Höhe von 760 Metern über dem Meeresspiegel. Auf einem Felsriff am Albtrauf gelegen, bietet sie eine schöne Aussicht auf das Neidlinger Tal. Die Felsen des Reusensteins sind unter dem Namen Reusenstein als Naturdenkmal und unter dem Namen Felsen unterhalb der Ruine Reusenstein. Die Felsen rund um die Ruine sind ein beliebtes Klettergebiet. Das Ensemble aus drei Felsen bietet sowohl Mehrseillängenrouten am Hauptfels. Das Hofgut Reusenstein mit dem Biergarten und Gaststätte ist momentan geschlossen. Circa 3 Kilometer nach dem Hofgut kommt man an eine Kreuzung, da geht es links nach Neidlingen auf der L1200 und rechts nach Wiesensteig. Ich fuhr auf einem Waldweg ins Neidlinger Tal. Kurz bevor man nach Neidlingen runterkommt, hat man nochmal einen sehr schönen Rundumblick. Vor mir der höchste Weinberg Württembergs, Limburg. Dieser wunderschöne Radweg führte mich über Nabern zu den Bürgerseen. Wenn dir dieser Film gefallen hat, darfst du wie immer gerne ein Like hinterlassen. Ich freue mich sehr gern. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Am Anschluss noch eine Tourenübersicht.